Und damit hallo und herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy. Wir sind, ja, heute im Reich der Hexen und Zauberer. Und ja, ich habe schon mal ein klein bisschen angefangen hier zu spielen, einfach zum Gucken, wie das Spiel läuft. Ich habe relativ viel gelesen und auch gesehen, dass es bei manchen nicht ganz so flüssig läuft. Ich weiß nicht, bei mir klappt es ja nicht ganz gut. Und ich würde tatsächlich gerne mit euch das Projekt quasi ein bisschen durchführen. Ich würde es natürlich auch ganz gerne durchspielen, ganz klar. Und ich werde es mit Sicherheit auch komplett durch Let's Playen. Es wird natürlich separat immer noch ein bisschen Es wird natürlich auch Planet Zoo immer mitkommen. Keine Frage. Aber jetzt aktuell gerade möchte ich ein bisschen Hogwarts Legacy zocken. Und ich würde sagen, wir fangen hier auch dann gleich mal an. Und ich muss mir natürlich jetzt erstmal kurz einen neuen Charakter erstellen. Der andere war ja nur so kurz zum Üben, zum Probieren, ob es funktioniert oder nicht. Und ich glaube, dass es ganz gut läuft. Gut. Wir haben hier das Einschreiben bekommen von Hogwarts quasi. Dass wir auf die Zauberschule dürfen. Finde ich natürlich richtig, richtig cool. Mathilde Weasley haben wir die Unterschrift mit drunter stehen. Und ich glaube, dass wir hier wirklich eine Menge viel Spaß haben werden. Und ja, der Anfang ist schon mal sehr, sehr vielversprechend für alle, die neu dabei sind. Herzlich willkommen auf alle Fälle. Bleibt dabei, abonnieren nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig, Glocke aktivieren und Daumen nach oben dann lassen auch, ganz klar. Und natürlich auch, was sagt ihr zum Spiel Hogwarts Legacy? Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und starten das Ganze hier gleich schon mal. Jo, was haben wir hier? Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Ein bisschen spät halt, ne? Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftmäßigen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung durch Magie, die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elias Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern. Bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley. So, wir brauchen natürlich hier erstmal einen Charakter. Und ich habe jetzt tatsächlich Charakterauswahl bin ich ja nicht so gewandt, sage ich mal. Ich erstelle mir eigentlich immer so ein bisschen einfach irgendwie einen Charakter meistens. Ich habe es ehrlich gesagt auch hier nicht ganz durchgeguckt, was man hier alles machen kann. Aber ich würde mal sagen, so das ist so mal das Grundkonzept, mit dem man arbeiten kann vielleicht, ne? Was ist hier der Unterschied? Achso, Kinn. Okay, nö. Ich würde den gleich mal so lassen. Der hat nur wahnsinnig viel Sommersprossen aus dem Gesicht, ne? Kann man da ranzoomen? Nee, das ging nicht. So, Haarschnitt. Was haben wir denn drin? Ach, den hier, okay. Oh, wunderschön. Ah, das haut vielleicht nicht ganz hin. Ich kann mal kurz durchgucken. Was ist das hier alles? Oh, na, das ist ein bisschen... Passt nicht so ganz, finde ich, dazu. Ich glaube, ich lasse so einen Wuschelkopf. Ich finde den irgendwie tatsächlich ganz cool. Hier können wir nochmal ein bisschen... Oh ja, hier. Machen Sie ein paar Kratzer ins Gesicht, damit es ein bisschen dramatischer wirkt. So ein paar Narben. Nee, keine Ahnung, eigentlich nicht. Ich glaube, wir lassen auch das hier mal ganz normal. Gesichtsfarbe, Sommersprossen. Ja, das könnte man vielleicht ein bisschen runtersetzen hier. Sommersprossen brauche ich jetzt nicht unbedingt so viel. Ich meine, so ein paar kann man natürlich schon ganz gern drin lassen. Ich meine, so komplett glattgeleckt braucht man es auch nicht, ne? Ein bisschen Schminke drauf. Aber ich hatte hier so ein paar Muttermale drin. Aber ich würde sagen, ja, keine Ahnung, machen wir mal das hier. Gesichtsfarbe, ja, keine Ahnung, ist eigentlich egal. Was kann man hier sonst noch alles einstellen? Ja, die Backen sind mir ein bisschen zu hell vielleicht. Der ist ein bisschen geschminkt. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ich bleibe einfach dabei und lasse den Charakter so, wie er ist. Ich finde den eigentlich tatsächlich ganz cool. Ich finde das alles ziemlich, ziemlich stimmig, was hier ist. Warte mal, die Augenfarbe würde ich tatsächlich trotzdem mal ganz kurz gucken. Sieht ein bisschen aus wie bei Twilight. Ich
glaube, auch wenn es der ein oder andere vielleicht ein bisschen komisch findet, ich glaube, ich mache aber trotzdem blaue Augen. Ja, ich glaube, wir machen tatsächlich hier die blauen Augen. Einfach nur, weil ich selbst blaue habe. Aber es sieht ein bisschen seltsam aus, ne? Ich habe keine Ahnung. Ist egal, lassen einfach das so. Gut, wir haben hier Stimme 1. Von mir aus kann's losgehen. Ja, finde ich auch. So, Vorname, ja, keine Ahnung. Also ich bin jetzt da ja nicht so sonderlich bewandt irgendwie, was jetzt hier Namenssucherei angeht und alles. Ja, da müssen wir ein bisschen gucken und ein bisschen probieren, würde ich mal sagen. Keine Ahnung. Frankie Lick. Ich glaube, ja, Frankie Lick. Ich glaube, wir nennen ihn so. Und ich würde sagen, wir beginnen. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fee. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Hm? Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Warner Bros. Games. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte.
Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen das. Festhalten! In Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Und damit sage ich nochmal kurz, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir heilen uns jetzt mal kurz und dann geht es eigentlich in der Geschichte eh schon relativ schön und cool weiter, finde ich. Mal gucken. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Oder warum? Wir sind hier so in einer coolen Höhle rausgekommen. Ich weiß, ich habe nicht den besten Rechner. Definitiv nicht. Also die Details sind natürlich nicht auf Ultra bei mir. Aber ich glaube, dass wir trotzdem hier wahnsinnig viel Spaß haben werden. Und alles, was ich bis jetzt gespielt habe hier bei Hogwarts, war richtig cool. Es war nicht sehr viel, was ich gespielt habe, aber ich habe ein bisschen geübt und geguckt. Aber es ist tatsächlich schon sehr, sehr cool. Also mir gefällt es persönlich richtig gut. Ich habe zum Glück diese Performance-Probleme nicht, obwohl mein Rechner nicht ganz so optimal ist. Aber ich bin mal leise. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben... Ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen. Wie verblasst er auch sein mag. So, gut. Der Weg nach Hogwarts. Auftrag ist gestartet. Im Zauberstab habe ich noch keinen.
Also ich kann auch keine Kisten und nichts öffnen. Also keine, wisst schon, Wassertröge öffnen und so oder zerstören. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hort auf diese alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. So, nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel anzuwählen. Ja, das ist eigentlich tatsächlich ziemlich leicht. Oh, das allerdings nicht. So, jetzt können wir hier quasi auch diese kleinen Kisten und alles vernichten. Aber ich habe hier eigentlich nicht wirklich viel gefunden. Also ich glaube, das ist eigentlich nur so ein bisschen zur Belustigung. Ich meine, was im späteren Spielverlauf kommt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh, das Rutschen habe ich ganz vergessen. Das ist etwas holpriger als erwartet. Zack, zack. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Da oben. Hier hinten weiß ich, es ist mir beim letzten Mal durch Zufall aufgefallen, tatsächlich, man kann hier, es gibt immer so ein bisschen versteckte Sachen, die darf man immer nicht ganz vergessen, also ich versuche hier natürlich alles immer mitzunehmen, was geht. Man muss immer so ein bisschen auch die Augen offen halten, ich finde es ganz cool, dass man immer so ein bisschen gucken muss und suchen muss. Nicht mehr weit, gleich davon. Ja, ich weiß. Dass man so ein bisschen gucken muss, aber ich finde, das macht mir Spiele so ein bisschen auch aus. Ich suche echt gerne, wer meine anderen Let's Plays gesehen hat, speziell Lego und sowas, Jurassic World und Co., der weiß, ich suche echt gerne. Bleiben Sie ruhig! Reparo! Reparo! Ich bin gespannt, ob wir den Zauber noch öfters brauchen werden. Fast geschafft! Ja, ich weiß. Schon cool, obwohl ich hier keine super Einstellungen habe, finde ich es trotzdem sehr schön. Hat jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Wir gehören hier nicht her. Was ich auf alle Fälle ziemlich cool finde. Die Minikarte zeigt deine Umgebung an mit dir in der Mitte. Dies ist dein aktuelles Ziel. Halte V gedrückt, um die Einzelheiten des Auftrags an- und abzuschalten. Ich habe das bis jetzt eigentlich immer angelassen, weil ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum soll ich's. Ah, okay. Man erklärt sich von selbst eigentlich, ne? Erkunde die Ruine. Wir werden schon irgendwas finden, auf alle Fälle. Wir hatten ja hier, warte mal, ich hatte hier diese Statue. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Bei Merlins Bad. Und hier hatten wir wieder so ein gleiches Thema. Hier, siehst du, man kann hier auf der Seite durchlaufen. Und man findet immer so ein bisschen Sachen. Wir müssen auch hier durch, ne? Keine Frage. Die
dieser verzauberte Kristallstein wieder? Was könnte er bloß blockieren? Das gleiche Zeichen wie auf dem Portschlüssel vor allem. Professor Fig! Ein Spiegel. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was in Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Schaut euch das mal an. Es ist so schön, so gut gemacht. Ich gucke mich auch immer ganz gerne hier in den Spielen um. Ich meine, ich, oder zumindest ihr, die wo öfters dabei seid, wisst es auf alle Fälle. Ich gucke jetzt mal kurz hier hinten nach, da war ich nämlich noch nicht. Ob wir hier noch irgendwas haben oder ob wir hier irgendwas finden. Achso, okay. Also das ist nicht das, was ich gesucht habe. Alles klar. Dann gehen wir gleich mal zum Kobold. Hallo? Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen. Wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Haupt von ihm. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Wir haben gar keinen Sicherheitsgurt. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Die sind so super herzlich, so super sympathisch auf alle Fälle. Genau wie im Film.
Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. So, wir sind hier. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Hilfe. Ich muss mich hier ein bisschen umgucken. Ich finde es nämlich mega, mega cool, mega interessant. So Minen, Höhlen finde ich irgendwie immer richtig, richtig cool. Hier die Truhe dürfen nicht vergessen. Da haben wir ein bisschen Geld drin. Ich weiß gar nicht, was war das nochmal für eine Währung? Pfund? Nein, eigentlich ist es Gold hier, ne? Aber na gut. Gucken wir uns mal das Verlies an. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Und Revelio. So, halte deinen Zauberstab mit Maus fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu erlernen. Oder zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Jo, ich glaube, das kriegen wir hin. Zack. 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 Perfekt. Revelio haben wir gelernt. Revelio. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Warte mal, ich will noch nicht näher ran. Ich möchte mich erstmal kurz umgucken. Warum geht die Kamera so hakelig? Jetzt. Gibt's hier irgendwas? Wir haben hier noch alte Schriftzeichen hier. 14 und sowas. 24 meine ich. XX1V, ne? Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Natürlich. Versuchskaninchen.